Hallo zusammen, bei meinem letzten kleinen Video habe ich euch gezeigt, wie ich den Rotary oder diesen Leslie-Effekt einsetze und dabei habe ich ein Stück angespielt, Time is Tight, mit einem ganz besonderen Rhythmus und das Besondere im Rhythmus ist dieser Basslauf. Das kann man auch selbst ganz einfach programmieren und wie das funktioniert, zeige ich in diesem kleinen Video. Den passenden Rhythmus finde ich in der Gruppe Pop und Rock auf Page 3 und zwar den 60er Beat. Etwas das Tempo anpassen, ein bisschen langsamer. Tempo 126. Über die Funktion gehe ich in den Style Creator. Ich bin auf der Style Variation B. Zunächst einmal lösche ich die Begleitspuren, die ich neu bespielen möchte. Die Rhythmusgitarre lasse ich wie bereits vom Werk vorgegeben. Und ganz wichtig die Bassspur. Mit Record Channel schalte ich die Spur scharf, die ich aufnehmen möchte, in diesem Falle Bass. Das war's schon, zwei Takte. Auf der Registerseite Channel quantisiere ich die eingespielte Spur. Ich schau mal bei den Parametern nach. Rot Trans und Melodie war korrekt. So, und nun möchte ich parallel zur Bassspur noch eine Gitarrenspur aufnehmen. Ich schalte also Record Channel, die letzte Spur, die letzte Begleitspur, scharf, wähle eine Gitarre, Vintage Amp. Hier ist nochmal zu sehen, dass ich auf der Seite Parameter Rot Fixed eingeschaltet habe, dann würde beim Umgreifen des Akkordes der Akkord nicht transponiert, also Rot Trans und Melodie jeweils ganz wichtig. Auf der Seite Channel quantisieren, abspeichern. So, jetzt gehe ich einmal raus. Die Rhythmusgitarre ist vielleicht etwas laut. Und fertig ist mein Rhythmus Time is Tight.